Wir sind heute am Schulzentrum Süd in Kronenberg und hier kommen heute rund 300 Flüchtlinge an. Die Flüchtlinge kommen teils aus München, teils aus anderen Städten nach Wuppertal. Sie haben dort am Bahnhof übernachtet und in unmenschlichen Bedingungen gelebt. Und hier in Wuppertal bekommen sie in der Sporthalle des Schulzentrums Süd eine Unterkunft. Eine große Bettenhalle ist dort. Dort sind sanitäre Anlagen. Dort ist noch eine freie Halle zur Freizeitgestaltung und so weiter. Die wird auch zur Essensausgabe verwendet. Was ist der Beweggrund, der dich heute herkommen lässt? Mein Kind ist, glaube ich, fast im Alter von dem Kind Eiland, das am Strand gefunden worden ist, tot vorgefunden worden ist. Es ist die Menschlichkeit, die hier sein sollte. Und wir wollen auch nur mit unserer Präsenz, auch wenn wir Sachen mitgebracht haben, allein die Präsenz von Menschen reicht schon, um zu zeigen, ihr seid hier willkommen. Und dafür sind wir hier. Das Foto von dem kleinen Jungen war sehr schrecklich. Das geht ja auch momentan im Internet rum. Ja. Was hältst du davon, wenn die Leute solche Bilder posten? Zwiegespalten. Natürlich einerseits prägen Bilder die Geschichte, muss man dazu sagen. Andererseits muss das gesehen werden, damit endlich was in den Menschen vorgeht, damit endlich die Menschen registrieren, es ist nicht weit weg von uns, es ist vor unserer Tür. Und wir müssen heute mitwirken, mitgestalten, mithelfen, damit es nicht morgen bei uns so endet. Also wir haben halt die einzige Information, die wir uns heute geholt haben und noch nicht mal bekommen haben, ist, dass heute keine Flüchtlinge kommen werden. Das hat der Krisenstab in Arnsberg gesagt. Er selber sagt, wir wissen nicht, wann sie kommen, wir wissen nur, dass Züge kommen. Wir werden die Leute dann in die Busse setzen und die dann informieren, wenn die kommen. Also das heißt, es kann die Nacht sein, es kann morgen sein, es kann übermorgen sein. Und wir werden es höchstens eine Stunde, anderthalb Stunden vorher erfahren. Es sollen ungefähr 300 Flüchtlinge ankommen. Können es auch mehr werden? Nein, das können nicht mehr werden, weil diese Halle ist nur für 300 Personen genehmigt. Deshalb wird das Land auch nicht eine Person mehr schicken. Wissen Sie, von wo die Flüchtlinge kommen? Von welchem Landteil? Ja, die kommen. Das sind ja alles Flüchtlinge, wie auch in den Bildern zu sehen war, die in Ungarn Zwischenstationen gehabt haben. Und das sind fast ausschließlich Syrer, Iraker und Afghanen. Also zum größten Teil allerdings Syrer, Iraker, Afghanen, dann deutlich weniger. Also steht fest, heute am 7.9.2015 werden keine Flüchtlinge am Kühlenhahner Schulzentrum Süd ankommen. Es waren sehr viele Menschen vor Ort. Ich schätze jetzt mal, es waren bestimmt 350 bis 400 Menschen hier und haben für die Flüchtlinge gestimmt. Man hat überall Welcome Refugees Schilder gesehen. Leider kommt heute keiner an. Wir werden euch aber trotzdem weiterhin auf dem Laufenden halten.